Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, ich gehe mal hier rein, weil ich traue den Gegnern da draußen nicht. Irgendeiner rennt doch wieder in mich rein und ruiniert mein ganzes Intro. Also ja. In der letzten Folge haben wir gegen Tyson und Nan gekämpft. Und ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum bin ich hier am Fuße des Mount Temsa? Ja, fast. Warum bin ich wieder am Fuße des Berges? Und ja, dazu komme ich gleich. Erst einmal sage ich mal wieder hier, ich habe ein bisschen auf Skin ein bisschen trainiert, ne? Ja, guckt euch das mal an. Und ja, ich habe ja diese ganzen Skills hier gelevelt, also Alembic, Höllenfeuer, Kette und all sowas. Wisst schon, ich muss 100 Angriffe mit irgendeinem Angriff machen und so, damit ich ihn freischalte, veränderte Arts und all das. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz schnell ganz hier durch. Und zwar mit Alembic habe ich Zerbosbons gelernt, und zwar hier Zerbons nach 100 Zerbos-Schlagnutzungen. Boom, hier. Dann, da war schon mit ihm Repeat. Mit Repeat habe ich gelernt, und ja, mir ist außerdem aufgefallen, ich glaube, bei Repeat habe ich das sogar noch. Ich habe einfach mit jedem Charakter einfach hier jede von diesen ändert eine Art Fähigkeit ausgerüstet, weil ich schon so ein bisschen durcheinander komme. Welche von denen ich gelernt haben, welche nicht. Also ja, jedes Mal, wenn ich mit einem Charakter hier diese ganzen Dinger lernen will, dann rüste ich alle von diesen Fähigkeiten hier aus. Und ja, dann tue ich einfach jede Art durchgehen, gucken, was habe ich hier, was kann ich hier noch lernen und so, veränderte Arts mäßig. Und ja, so wie es aussieht, kann man sogar einige veränderte Arts nur freischalten, wenn man zwei von diesen Dingern hat. Und zwar Sturm und zum Beispiel, wo ist es hier? Hm. Ich glaube, das ist ja falsch. Keine Ahnung. Jetzt und boah, ich habe ja meine Notizen und ich komme trotzdem nicht klar mit, was ich hier hinschreibe. Das hier, Schall und so. Schall und 100 Mal eingesetzt. Und zwar muss ich Höllenfeuer und Sturm wieder ausrüsten. Höllenfeuer, Schall und ich habe Sturm und da. Aber ich glaube, das, nee, da bin ich gerade dabei, deswegen. Oh, ich komme mit meinen einigen Dingern nicht hier richtig klar. Okay, ich habe mit Höllenfeuer und Sturm für Blitzhund gelernt, nachdem ich 100 Sturm und einsetzen Nutzungen gehabt habe. So. Okay. Estelle. Wir haben eine ganze Ecke von Sachen gelernt. Mit Alembic habe ich teilende Schneide 100 Mal benutzt und habe Luftteiler gelernt. Glaube ich, ein Zauber, nee, ja, das hier so mit Schmelztiegel haben wir Nachtigall gelernt. Das haben wir schon gesehen. Ne? Nachtigall, da war glaube ich Krankenschwester. Ne? Ja, 50 Benutzung nur, weil das ein Zauber war. So, dann habe ich Ethenor, damit habe ich Kavallerie 100 Mal benutzt. Das war dieser eine guter Angriff, der sie irgendwie immun gegen irgendwelche Angriffe macht. Hier hatte ne Amines Sorbe habe ich dadurch gelernt. Das haben wir ja, müsste eigentlich ich tue mich immer so vorbereiten und dann komme ich echt mit den Notizen nicht klar. Das gibt's nicht. So, Sturmhöhe, da habe ich Silfers Rolle gelernt. Warum gehe ich eigentlich immer hier an die veränderten Nazi gucken? Die schauen nur so aus mit so einem Zeichen hier. Silfers Rolle, die habe ich bekommen, indem ich Freudenrolle 100 Mal eingesetzt habe, mit Sturmböe ausgerüstet. So, Höllen, so, und dann kam was richtig Geiles. Ich musste Höllenfeuer, Ethenor, Sturmböe und große Sintflut ausgerüstet haben und 50 Mal Wiederauferstehung einsetzen und habe dadurch Wiederbelebung gelernt, was so ein Auto-KO-Schutzdingen ist, also Auto-Wiederbelebung. So, so haben wir. Nicht schlecht, das gab es auch in anderen Tales of Spielen, wenn ich mich nicht irre, ne? So, Carol, mit Höllenfeuer habe ich Höllenfeuer-Atem gelernt. Hier, boom. Und zwar, indem ich 100 Mal Insektenatem eingesetzt habe. Hier. So. Warte mal noch. Kette. Doppelstrafender Schlag haben wir gelernt. Nachdem strafender Schlag, wo ist das? Ja, ja. 100 Mal benutzt wurde mit Kette. So, Höllenfeuer und Sturmböe. Dadurch habe ich Verwüstungsdonner gelernt. Der ja. Indem ich 100 Mal Bruch der Verwüstung ausgerüstet habe. Wo ist das hier? Mit Höllenfeuer und Sturmböe ausgerüstet.
So, dann noch Raven. Raven hat nur eine, und zwar muss ich Sturmbö und Kette ausrüsten und dadurch 100 mal Himmelsträne aktivieren. Boom. Und dadurch habe ich Regen der Himmelsträne gelernt. Cool. Ne? So, das war's. Gut. Oder? Ja. Und ich hoffe mal, irgendwann sind wir fertig mit diesen Dingern, weil die alle hochleveln und euch immer auf dem Laufenden zu halten, was ich gelernt habe. Ich weiß, ich muss es vielleicht nicht machen, aber ich will es machen, weil ich nicht will, dass irgendwelche Leute hier, weiß ich nicht. Ich will einfach euch nichts vorenthalten, okay? Also ja, wenn dadurch 5 Minuten am Anfang immer flöten gehen, dann tut mir leid. Außerdem habe ich noch eine Cutscene gefunden, die werde ich aber am Ende erst dranhängen. Da ist jetzt nichts sehr Interessantes passiert. Ich fand jetzt nicht so spektakulär, aber ich werde die am Ende des Parts nochmal dranhängen, wenn ich es nicht vergesse. Also ja, seid schon mal darauf gespannt. Und ja, guck mal da. Das ist was Großes, ein ganz großer. Und ja, gegen den versuchen wir uns mal. Als ich hier rausgegangen bin, bin ich natürlich ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe wieder alle möglichen Synthese-Sachen und so hergestellt. Ich habe voll viele Sachen hier gelernt mit meinen Charakteren. Einige haben noch nicht alles gelernt, weil das einfach zu lange dauert. Und ja, ich muss immer noch einige veränderte Arts hier freischalten. Aber ich will euch nicht so sehr begraben mit Arts. Also ja, hoffen wir mal, dass ich wieder hier was zustande kriege und dann danach erstmal wieder mich darum kümmern. So, wir gehen jetzt mal hier rein und gucken mal, ob wir gegen den hier eine Chance haben. Boom. Guck mal her. Mein Team ist jetzt etwas unterlevelt. Ich hatte erst geplant, mit Yuri und Co. da reinzugehen, aber ja, weiß ich nicht. Wir sind schon so hoch gelevelt, deswegen lass mal. Versuchen uns mal so an das Viech mit diesem Team. Oh Gott. Das ist zwar auch. Aber warte mal. Irgendwas herausgefunden. Jetzt ins Boom. Ich glaube, der Angriff hat, ne? Genau, mit irgendeinem Angriff konnte ich immer wieder nach oben gehen. Und ich habe solche Gefühl, wir kriegen voll auf die Fresse. Ja. Weil er ist am Fliegen. Das ist schon mal richtig nervig. Und ja, ich glaube, wir schaffen den nicht. Der war was? Level 49 irgendwie sowas? So, Carol. Wird uns 200 Gold gestohlen. Ich meine, das ist auch was, ne? So, raus hier. Die Hitze des Kampfes. どうして逃げたの?あのまま戦ってたら俺たち確実にあの化け物に食われてたぜ。そうなっても、お腹突き破って出てこられないかしら。めちゃくちゃ言ってるわよ、この女。ジュディだったら普通にやりそうだから怖いな。そんなにジュディスはあのまものと戦いたかったんですか?戦いたいというか、中途半端が好きじゃないだけ。ここは戦略的撤退だよ。 Aber im Moment sah das sehr einseitig aus. Also ja, was wenn wir nicht diesen Kampf machen? Level 49. Ich meine, das war ein bisschen extrem. Also ja, ein andermal, okay. Ich möchte mal kurz was gucken. Den haben wir doch jetzt bestimmt im Buch der Monster, ne? Weil das hat ein Vogel. So, Level 49. So, das schon mal zum Vergleich zu einem halbwegs aktuellen Boss, den wir mal bekämpft haben, ne? Guckt sich das mal an, ne? Junge. Schwäche Erde. Galt LP 10. Der gibt uns 30. Ja, das glaube ich nicht. So, blöd ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg nach oben rennen, weil ja, die Heilspeicherung ist alles da oben und ja, wird jetzt ein bisschen nervig, aber was soll man machen, ne? So. Hätte nicht ahnen können, dass hier unten noch so ein Ding wohnt. Ich glaube, wir können eigentlich vor dem abhauen, aber das Problem ist, Leute, ja, stehen mir so im Weg rum und ich komme nicht an dem vorbei. Also ich musste, glaube ich, erledigen, dem nicht hier da. Wir müssen sowieso noch einige Sachen lernen. Also ja, komm, aber ja, ganz schnell platt, ey.
Ich denke, ist er gar nicht im Team haben jetzt. Irgendwie Raven oder so, der hat auch einen Heilangriff. Aber nehmen sie so nicht so viel Schaden gegen die Gegner. Oha. Aber ja. Ja, vielleicht lernen wir auch noch einige Sachen, ne? Ja, Torte habe ich natürlich dann nicht genug Sachen für. Oh, war ich gerade so schön am Leveln hier auf Screen. So, Level 42. Hier ist niemand mehr Level. Du bist sogar noch am Weizen entfernt, hallo. Oh, gehen wir rein hier. Guck ich mal diese fetten Typen an. Ich kann nicht von ihm weglaufen, die stehen dann immer noch da rum. Oben Glück, danke. Ja, macht's ein bisschen doof hier. Ich muss hier echt gegen die Gegner alle kämpfen, um weiterzukommen. Ich jetzt nicht so doof finde, aber das nicht so schön finde, meine ich. Weil ich mache schon offscreen genug Kämpfe, da brauche ich jetzt nicht noch hier in einem Part, weil ich möchte ein paar Worte erreichen, ist das. Ich habe mir die Kämpfe langweilig werden oder so, aber da geht auch wieder ein bisschen Zeit flöten und ja. Zu schneiden ist auch ein bisschen dämlich, mein Programm. Also machen wir gut halt. Weil ich versuche einfach meinen heiligen Trank einzusetzen und dann durchzuschmuggeln. Nein, werde ich mich ja wohl hier durchschmuggeln können, oder? Hier Level sind die 35. Warum habe ich denn so viele Probleme, die zu erledigen? Vor allem, warum dauert das so lange? Ja, die machen mir kaum Schaden, ne? Ich meine, ich müsste die eigentlich voll leicht erledigen. Habe ich gerade nur noch 3 Gegner? Oh, keine TP. Oh, schmeiß den noch nicht die ganze Zeit um, also kriegen wir den noch nie tot. Oh, habt ihr den gesehen? Oh, Wiedergeburt 2 gelernt, mit Repeat. Das ist auch was. Ich glaube, er hat immer noch irgendwas, ne, ja. Guck mal an, wie viele Waffen er hatte. Anti-Element und TP-Verfassung ist sogar halbwegs gut. Die Waffe oder die letzte Waffe war halt so schlecht. Kann natürlich auch sein. Ich habe gemerkt, einige Sachen an den Kern, den kann ich mich doch locker hier vorbei schmuggeln. Pass auf, hier, boom, zack, wenn dich auch. So, jetzt haben wir doch schon wieder 2-3 Gegner hier gegangen. Du bist natürlich zu fett. Oh, gibt's jetzt nicht. Mal schnell hier. Okay. Was da? Wollte eigentlich ein Dings einsetzen. Ah, was soll's. Ich hoffe, wenn ich das irgendwie. Aber wir sind vom Speicherpunkt. Der war vor dem Bosskampf, den letzten. Also ja. Wer war schon nicht in Gefahr, hier Stürmen zu frecken. Ich habe irgendwie so gedacht, ja, vielleicht kommt wieder ein Bosskampf oder so. Aber wir hatten ja letztens einen. Kann ja nicht direkt noch einer kommen, ne? Wir machen so was. Das kann doch noch nie vor in irgendein Rollenspiel. Zwei Bosse hintereinander, ne? So. Aber ja. Ich hoffe, wir sind irgendwann mit dem veränderten Arzt hier fertig, ey. Das dauert echt lange, bis man die ganzen Sachen hier lernt. Ey. Komm her. Aber ich bin vergiftet, kann mich jemand heilen? Und kein Heiler dabei. Doch, Carol kann uns heilen mit Dingus, hallo. Okay, ja, danke schön. Boah, jetzt machen wir wieder den. Boah, der hat noch so viel AP. Passt dich da hin. Ja,
Kann ich da jeden Part drüber aufhängen, ey. Komischerweise offscreen passiert das irgendwie nie, habe ich so das Gefühl. Du jetzt nicht in die allerhöchst leveligen Gebiete hier trainieren, aber könnt so schwören, offscreen passiert das alles nie. Oh, jetzt sind doch schon zwei Gegner hier wieder von mir weg. Dann. Ich habe eine Lanze bekommen. Tribal-Lanze. Okay, cool. Danke. So, kann ich diese Steine mal irgendwie kaputt machen? Boah. Hey, das ist aber richtig unfair gemacht. Was ist, wenn ich nicht gegen die Gegner kämpfen will? Hallo? Die mich ja eiskalt zwingen, gegen die zu kämpfen. Oh, boom. Mach Schaden, bitte. Gut, danke. Ja, war gut. Der ging schnell. Gerne wieder. Halt. Ja. Ich habe so gefühlt, das Spiel hat so viele Funktionen, irgendwie die einen davon abhalten, wie vernünftig zu kämpfen. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, Tales of the Abyss war irgendwie mehr gebalanced. Das kam vorher raus. Das habe ich noch nie Let's Played. Weil 3DS und ich weiß nicht, wie man beim 3DS aufnimmt. Also, ich weiß es schon, aber es ist verdammt teuer. Für eine Konsole natürlich jetzt nicht irgendwie, weil ich mit Geld rausblechen. Und Geräte, das man anschließen muss an dem 3DS. So, da drin war, glaube ich, ein Schwert. Habe ich das eingesammelt auf on screen? Ja, ne? War ein Schwert für Yuri drin, ne? Ob wir erst übersehen haben. Ja, ich glaube, wir sind gleich oben, ne? Gott. Okay, ich dachte, ja, der Getränk wäre jetzt gerade abgelaufen. Das ist nicht richtig hier. Wir müssen da lang. Und das war direkt heil. Speicherpunkt, gut. So, ich habe wieder 6 Stunden. Boah. Ey, warum dauert das immer so lang? Wahrscheinlich nicht mal bei Hälfte des Spiels angelangt oder so. Ich habe schon 90 Stunden bald. So, da müssen wir eben, ne? Aber was ist hier? War ich hier schon? Ne, war ich nicht. Schon sagen, wenn du jetzt genau davor stehst, immer blau. Das ist neu. Das klingt neu. Warum ich das nicht schon vorher gehabt? Perfektes Grün. Grün ist aber besser. Leichter Zauber. Oh, und die nun zum Zauber nötige Zeit. Stärke des Zaubers. Ich dachte, das klang awesome, aber ja. Und du stehst jetzt, wieder genau hier vor. So, machen wir den hier. Vollattacke, das ist ein Speicherpunkt. Los, hat alles raus, Mann. So, hau den bitte nicht um, Patty. So, komm her. Boom, meiner. Nur meiner. Ah, ich wusste es. Ich habe schon R2 fertig gedrückt gehalten, ne? Ich wusste, das wird passieren. Alter. Was, Ali? Ey. Er ist ein etwas komischer Name. Wohl auf der Pfeiftrolle gab es auch jemanden, der ist Ali, glaube ich. Da haben wir noch jemanden am Leben. Ich überlebe. Sehr gut. Und du bist tot. Nein. Fisch, Mann. Fliegt da einfach ein Fisch vorbei. 2 Tribal-Lanzen, okay, ist gut.
Oh, ich liebe es, Gegner die Lanzen wegzunehmen. Federmantel für Judith und Petty haben wir schon. What? Mehr P-Verteidigung. Ja. Soll ich besser, ne? Gothic-Jacke. Hallo. Die sind doch nicht gottisch, sind die Mädchen. Ich weiß, es ist nicht Gothic, ist was anderes als Gothic, aber da hinten sehe ich irgendwas. Da drin. Ich bin gerade Curry am Leveln. Okay. Ich bin Curry am Leveln, okay. Das wurde gesagt in diesem Let's Play. Ich muss noch mein Curry hochleveln. Carol hat was gelernt, fällt mir gerade ein. Ja, glaube ich, noch ein paar Sachen gehabt. Minotaurus, den kann ich sogar noch hochleveln, synthesieren. Also ja, ist für mich hochleveln. Ich habe voll viel Kaminechse, Aufruhr, Widerstand 3. Das klingt doch nicht schlecht. Nimm das. Es war voll schwach, aber was soll's. Muss halt mal gelernt werden, ne? So. Sieht schon aus wie Boss. Ne, das ist von Judith. Was zu entwickeln? Ja, ne, ist der Finger weg. Stimmt, du hast die letzte umgebracht. Vielleicht mal googeln sollen, wer die Stimme von Freezer ist. ありがとう。 Ich bin schon gewundert, was mit dem passiert, einfach mal so ein Riesen-Oschi da. フェロニ。決めるのはエステルだ。 Aha, ich weiß genau, was wir jetzt machen. Na, Mutschana. Notte. Toriaise, Fieltiago, meine Tobu. Hannas Notzuki war so gut. Ne? Haben wir unser. In Anführungszeichen. Luftschiff hier gerade freigeschaltet, den wir durch die Gegend fliegen können. Das sieht nämlich verdammt danach aus. Und er zieht das Schiff mit sich. Wie geil ist das denn? What? いきなり倒れちゃうんだもん。びっくりしちゃった。成長のために動けなかったバウルを寝ずに守ってたんだろう。
曲がりの剣がいつ襲ってくるかわからなかったろうしな。割と平然としてたけど、今までも無理してたのかもね。バカなのよ、あいつも。武器を脱んだから。でもよかったのじゃ。ちゃんとジュディネを助けることができて。ジュディの話の続きは明日だな。今は寝かせておいてやろうぜ。俺たちもちょっと休もう。 Was sollen wir mit Judith tun? Sehr geil. Also wir können jetzt durch die Gegend fliegen, ne? Sehr cool. Erstmal wieder eine Katze mit jenen hier machen. ジュディのこと考えてるのか。うん。どうするべきかなって。ギルドの掟を破って俺たちを裏切ったのは事実だったな。掟に対する厳しさがギルドの結束を作るんだと思ってた。そこに例外も温情もあったらいけないんだって。でもそれは世界を救うためだった。ジュディは自分のすべきこととして 人に恨まれようがブラスティアを壊してる。うん。ジュディスが掟に反したのは悪いことをするためじゃなかった。それは分かったんだ。もっと話を聞いて考えるよ。ちゃんと考えて決められるように頑張る。そっか。ちゃんと決められるようになったら何も話を聞いてくれるかな。 Ah ja, du bist der Chef, also du bist das Gesetz. Estelle. Yuri. Was mache ich nur als nächstes? Sorry,考え事の邪魔したか。何も知らずにベリウスの命を奪ってしまってから、同じことを繰り返さないために満月のこのことを知りたい。ずっとそう思っていました。それが私の義務だ。 でもその後のことはみんなそんなもんさ、やって知ってまたやって、そんで知る。ユーリも？あ？もし全部知ってたら間違えずに済んだかもしれないですよね。さあな。ただ一つ言えるのは、何です？間違えないかもしれないが、つまんなそうだ。 So, in Zeit war ein Tod von Belios spannend. Was war das denn? たそがれてるおっさんも絵になるっしょ。たくこのおっさんは。で、なんでたそがれてんだよ。うん。 さっきのジュディスちゃんの話、エルメス式ブラスティアだっけ？戦争で失われたはずの技術で作られたブラスティアがまだ活動してる。これがどういうことかわかるかい？戦争で生き残ったやつがそのブラスティアなり技術なりを持ち帰ったってとこだろうな。もしその持ち帰ったやつが世界にとって具合悪い、アストラスレイヴェン、 そいつはとんでもない悪党ってことよね。どうはしたね。まさか。おいおい、当時の俺様は正義に燃えるウブな異性なんよ。Okay, gut, dass das jetzt schon gelüftet worden ist, anstatt irgendwann später, wo ich dann so hätte tun müssen, als wäre ich voll überrascht. War nein. Was? Also hast du das doch nicht gemacht, war. Ah, jetzt schließt sich doch heraus, er war es. Pass auf. Ach,
Patty ist da oben. Boah, hab ich gar nicht gesehen. お前が俺たちについてくるのもだからか。うちは一人になりたくない。なんだか今日はえらく素直だな。うちはいつも素直なのじゃ。そうか。そうかな。 Ich dachte, jetzt wäre irgendwie so, nein, ich mag die Luft nicht. Ich will immer im Wasser sein. Schiffe gehören ins Wasser. Schieß diesen, also mal Drache, den Waldrachen ab. Ah, hier bist du, Rita. Sore, Judy ga kowashita Seros Brastia no Koa ka? So yo. Tashika ni futsuu no Koa to wa chigau jutsushiki ga kizamarete ru. Aitsu no itteru koto wa hontou no koto mitai ne. Uso wa tokui ja nai. って言ってたしな。せっかくたどり着いた新しい技術が世界にとって具合が悪いものだった。ヘルメス式ってのを作り出したやつはどう思ったんだろう。リータならどうなんだ?私ならもし具合が悪いって分かったらそのままにしておかない。私はぶっ壊すなんてことしないけど。 なんだ?あ、なんでもない。ああ、ややこしい事情なんてなかったら、あの女ぶっ飛ばしておしまいだったのに。Danke. Wuff. Also, ich dachte, repeat kommt auf einmal so. Danke. So. Können wir jetzt durch die Gegend fliegen? Yuri, wajo. Ah. Kirei na asa. De ima kou shite iru aida ni eyaru wa midare. Sekai wa mushibamarete iru kamoshirenai desu ne. そうよ。ジュディーネ。もう大丈夫なのね、ジュディスちゃん。本来エアルが多少乱れたところで世界には影響はないわ。エアルのバランスを取るために常にエアルの流れを感じているものがいるから。それがフェローやバウルたち、エンテレケイア。エンテレケイアがエアルの調整役。長い間 エンテレケイアはエアルを調整し続けてきた。だけど近頃エアルの増加が彼らのエアル調整の力を上回ってきている。その原因がヘルメス式ブラスティアか。だからジュディはヘルメス式ブラスティアを壊して回ってたんだな。え、それが私の役目。 私を救ってくれたバウルと歩む道。ジュディスの道。最近はアパティアを求めてエンテレケイアに挑む人さえいる。エンテレケイアはその役目を果たすことがより難しくなっているわ。どいつもこいつもアパティアを狙う理由は何なんだ?私にはわからないわ。アパティアとはエンテレケイアが体内に取り込んだエアルを 長い年月をかけて凝縮し、エンテレケイアが命を落とした時に結晶となって生まれるもの。
私が知っているのはこれくらい。フェローならもっと詳しいと思うけれど。アパティアは高密度エアルの結晶。それが本当なら、もしアパティアのエネルギーをうまく引き出すことができれば、凄まじいパワーを得ることができるわよ、きっと。そんな方法があるんです？少なくとも私は知らない。でもそれができるなら欲しがるやつはたくさんいそうじゃの。誰かが悪巧みしてるのは間違いなさそうね。でもどうして最初に話してくれなかったの？まったくだ。話してくれればこんなややこしいことにはならなかった。違うか？知ってもあなたたちには無理なことがあるから。どういうこと？あの時私たちがヘリオードへ向かったのはバウルがエアルの乱れを感じたから。エアルの乱れがあるところにヘルメス式ブラスティアはある。でもそこにいたのはブラスティアではなく人間だった。ヘリオードには花からエステルを狙ってきたわけじゃなかったんだな。なぜバウルがエステルをエアルの乱れと感じたか、私は知る必要があったの。私の道を歩むために。そんな時フェローが現れた。彼はエステルが何者なのか知っているようだった。私の役目はヘルメス式ブラスティアを破壊すること。だけどエステルはブラスティアじゃない。だから見極めさせてほしい。私は彼にある約束を持ちかけた。彼は私に時間をくれた。Also hätte sie irgendwann umgebracht oder was? その約束って、もし消さなければならない存在なら、私が殺す。あんた、待つのじゃリタネ。落ち着けって。ジュディスちゃん、結局手を下してないっしょ。話は分かった。メリウスは言ってたわね。あなたには心があると。フェローにもあなたの心が伝われば、これからどうするべきか分かるかもしれない。ねえ、もうフェローに会う必要なんてないんじゃない？だってほら、問題なのはヘルメス式ブラスティアって分かったんだし。アパティアも悪いこと企んでる奴に渡さないようにすれば。私、フェローに会いたいです。そして話を聞きたい。でも行かせてください。私も自分のことを知って、それに責任を持てるようになりたいから。分かったわ。ごめんユリ、ジュディスをどうするべきかすぐには決められないよ。あなたたちの言うけじめをつけないまま去ることはもうしないわ。私も責任持たないとね。フェローに会いに行こう。俺たちの旅の最初の目的、それをこなしちまおう。後のことはそれからだ。コゴール砂漠中央部にそびえる岩山、そこにフェローがいる。バウルなら行けるわ。よし、行こうぜ。フェローに会いに。バウルには私が意思を伝えるけれど、先に覚えておいてほしいことがあるわ。なんだ？バウルで地上に降りるにはある程度の広さがないとダメなの。だから険しい山脈の頂上とか狭い峡谷も無理ね。海の上には降りられないの？海の上も無理よ。泳げそうなのにね。そうね、泳げるどころか金槌なのよ。意外。でもだからこそこの船があるんだろ？そうね、海の上でも降りたくなったら言えばいいわ。そこでバウルが船を下ろしてくれるから。でもまた空を飛びたいときはどうするの？バウルの角を使って呼び出すの。バウルの？
そんなんで行けるのか？エンテレケアの体の一部に特殊な加工を施せば、クリティア族だけが持つナニームで感応してエンテレケアと対話できるのよ。じゃあそれを使えば呼び出せるってことだな。ええ、そう。Ja. Okay, ich muss einfach nur L3 drücken. Ah, landen, nur wenn es möglich ist. Okay. Das war eine etwas unnötige Cutscene, um einfach nur zu erklären, wie das Ding funktioniert. Okay, muss schon sagen. Pharaoh. Judith hat Pharaoh's Kontaktdaten. どうかしら。理性的な時もあれば感情的な時もある。怖い時もあれば優しい時もある。全然わかんないんだけど。ただエンテレケアの中でもかなり強い力を持っているのは事実ね。会った途端にテムザさんのような無残な姿にされたりしてね。山であれだから俺らなんて塵一つ残らねえだろうな。怖いことを楽しそうに言わないでよユリ。今から怖がっても仕方ないでしょ。そんだけ力に差があるならなおさらよ。僕はユーリやリタみたいには考えられそうにないな。 Okay. Und wir fliegen auch ganz schön schnell. Gut. So, ach, wir sind ja direkt hier in der Nähe. Na gut, jetzt ich kann jetzt einfach so durch die Gegend. Okay, durch L3, gut. Ich kann jetzt einfach hier hinfliegen, wo ich will. So, meine Frage ist jetzt natürlich, will ich jetzt erstmal weitermachen oder nicht? Weil es bietet sich jetzt hier gerade sehr gut an, ein bisschen zu erkunden, ne? Allein schon diese ganzen Sachen hier einzusammeln. Mal zu Orten zu gehen, die ich noch nicht erreichen konnte. Ich meine, hallo? Ich gehe jetzt überall hin. Das ist doch awesome. Dann zum Beispiel hier rein, obwohl ich immer noch nicht weiß, was diese Dinger sind. Aber rein. Das ist eine gute Frage. Soll ich jetzt erstmal offscreen einige Orte hier rumfliegen, gucken, was los ist? Was sind die Dinger? Wir wissen immer noch nicht, was mit diesen Dingern auf sich hat. Aber es gibt mehrere von denen auf der Welt. Also ja. Irgendwann müssen wir schon zu denen hingehen, ne? Nehme ich mal an. Entweder storymäßig oder optional. Also ja. So, gibt es irgendeinen Ort, der mir gerade bekannt vorkommt, wo wir hingehen könnten? Irgendeinen verdächtigen Ort. Ich will erstmal die ganzen Sachen hier einsammeln. Man weiß nie, was hier alles so für seltene Sachen sind. Julius Kommunikation. Kritia no Gizu zu zkatte da kedo ne. Ara, uraemashii no kashira? Dou daro na. Na. Yuri mo Rapido to hanashi ga shitai in desu? Anata gata wa juubun ishi sotsu dekiteru to omou da kedo. Ore wa wakatteru da kedo, Rapido ga na. Juubun na ki ga suru no da keredo. Ich habe keine Ahnung, wir uns gegenseitig verstehen. Aber da lag was, ich weiß, aber weiß nicht. Gibt es hier irgendeinen Ort, den ich nicht erkundet habe? Ich glaube, hier unten kann ich mich an so Bergen und so. Ja, kann ich auch. Da gibt es bestimmt einige verdächtige Orte, wo ich schon hingehen kann. Ne? Das hier zum Beispiel. Ja. Da hier ist gar kein Ort, so wie das aussieht. Feuerwespe. Und tschüss. Ja. Ja, wenn die Gegner ja schon Level 42 sind, dann. Sieht aber auch irgendwie nicht so aus, als könnte ich da rein oder so, ne? Nö. Ja, eine Schildkröte auf für Spitze eines Berges, ist klar. Aber die habe ich noch gar nicht erkundet alles. Wupp, wupp, guckt euch mal um die Karte an. Wupp.
Er legt was. Aufheben. Froststein, hey. Die brauche ich für alles Mögliche. Cool. Entelexia. Baul sind ein Skit. Entelekeia war Teruka Luminesni, Motomo Furukara Sonsai Suru, Stekse Metai. Mamono Toa Chigo, also die Welt. Entelekeia war Stoyorimo Koto Natio Motto Ivaretail. Bumme war Kizuite Nakeredone. Nanto Entelekeia war Tamaga Yokatanjana. Baul ga kureru Hokoku mo Kekko Tekikaku da monna. Kashikoiko desu mono. Okay. Die Frage ist jetzt, wo kann ich denn noch hinten? Wo sieht es denn hier verdächtig aus? Wo kann ich denn noch irgendwie was machen? Ich habe nicht vergessen, die Cutscene am Ende noch hier reinzuschneiden. Da muss ich auch noch ein bisschen Zeit mit. Da ist aber Schnee, aber ich brauche Froststeine deswegen. Oh, halt. Ich habe ja schon lange nicht mehr gesehen. Seht ihr irgendwas? Danke. Hey, ist jetzt sogar echt was. Donnerwetter, willst du sagen, du hast einen Medusa-Schmetterling besiegt? Ja, wir sind ihm auf der Reise begegnet und irgendwie in einen Kampf mit ihm geraten. Vielen Dank. Wir haben das nicht für dich getan. Wir sind dem Monster nur rein zufällig begegnet. Trotzdem, danke. Nehmen wenigstens das hier. Medusa-Schuppe. Teilweise zu Stein. Na wohl, wenn du den Gedanken aufgeben hast, sie selbst zu besiegen, wo man sich nicht darauf verlassen sollte, dass andere die Arbeit für einen erledigen. Na wohl, mach dir keine Sorgen. Da haben sich jetzt jedes dicke Ding in ihr. Donnerwelter, willst du sagen, dass du einen Bohr-Eremiten besiegt? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte nehmt dies. Okay, ich wollte schon sagen, wenn er jetzt jedes Mal irgendwie kommt. Hat ein schönes Muster wieder Schmuck. Okay, das sind alles Schlüssel-Items. Schon gehört. Das war von den Gigantenmonstern getötet worden. Soweit wir wissen, sind noch 9 übrig. Genau in der Mitte von Ilikia lebt der Chimärenschmetterling in einem Garten, versteckt im Wald. Auf der südlichen Seite Tobizias lauert der brutal tief in einen unzugänglichen Wald. Auf der See liegt die Heimat des Teroponk in den westlichen Bergen des Nordwesten. Auf dem Kontinent Hyponia liegt der Brusitz im heiligen Land der Kritia. Auf dem Kontinent, du willst mich, sag mal, das kann ich mir noch nie im Leben alles auf einmal merken. Die grüne Gefahr lebt in tiefen der Eier produzierten Wälder im Tobliktia. Schon gehört. Ich habe nur 2 von denen. Kann irgendwie nicht sein. Oder schon mehr als 2 erledigt. Oder? Cutscene. Hey. Du schaust wieder auf dieses Schwert. Gehört es aber jemanden, den du respektierst? Dieses Schwert gehörte seiner Hoheit, Regin, dem Bruder des Kaisers. Regin, ist das nicht der König der Abenteurer, nachdem du deine Gaststätte benannt hast? Vor einiger Zeit führte seine Hoheit eine Expedition in die Wildnis an. Diese Gruppe wurde Regins Expeditionstrupp genannt. Mein Vater war Mitglied dieses Trupps. Gibt es diesen Expeditionstrupp immer noch? Das weißt du nicht. Du hast nicht gehört, was passiert ist. Tut mir leid, aber Geschichte ist nicht meine Stärke. Regins Expeditionstrupp hatte die Aufgabe, alle Giganten der Welt zu töten, aber er wurde vernichtet. Ja, Carol erwähnte was in der Art. Du hast was vor, deinen Vater zu richten? Mein Vater zu rächen? Nein, bei weitem nichts so Ernsthaftes. Wenn ich die Gigantomonster austische, kann ich in meinen Heimatort zurück. Das hatte ich zumindest immer vorgehabt. Aber wir sind immer zu gewöhnlich herumwandernden Reisenden geworden. Was soll daran schlecht sein? Ich muss die Gigantomonster besiegen, sonst werden wir nie frei sein. Die Gigantomonster sind so wichtig, dass du das Wanderleben nicht genießen kannst? Ich verstehe.
Okay. Hast du gut geschlafen? Ja. Okay. Sagst du jetzt was anderes? Ich glaube ja nicht. Ich kann aber immer noch nicht fassen, dass ich nur zwei von denen erledigt habe. Ich habe doch nicht nur zwei von denen erst erledigt, oder? Auf diesen dicken Oschi in dem Wald hier erledigt. Als wir im Dingens waren, in wo der Don war, in diesem einen Wald. Ich hab vergessen, wie der Name von dem Ding nochmal hieß. Aber so wie es ausschaut, haben wir noch einiges zu tun, wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich jetzt mal alles hier absuchen und gucken, ob ich irgendwas finde, was verdächtig aussieht. Oder ich versuche nochmal alle Städte. Vielleicht sind jetzt alle Hand von Cutscenes oder so freigeschaltet worden. Ich weiß es nicht. Aber ja, das scheint ein sehr guter Punkt zu sein, wo wir jetzt endlich mal ein bisschen erkunden können. So. Und ja, ich beende aber erstmal hier diesen Part. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir wahrscheinlich ein bisschen durch die Welt hier rumeiern, ne? Gut, ich bedanke mich dann mal allerherzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin und ciao, ciao.
Thank you.